HVLP oder Airless? Das ist die Frage im heutigen Video. Herzlich willkommen zur Airless Discounter Videoserie. Wir vergleichen heute das HVLP Niederdruckspritzverfahren mit dem Airless Spritzverfahren. Wir schauen uns an, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Systeme bieten. Wir gucken uns an, für welche Einsatzbereiche HVLP oder auch Airless geeignet sind und wie das Ganze funktioniert, sodass ihr einen guten Überblick bekommt, welches System ihr wofür einsetzen könnt. Was ist das HVLP-Verfahren oder auch das Niederdruckverfahren? HVLP steht für High Volume, Low Pressure, übersetzt so viel wie hohes Luftvolumen, geringer Druck. Und genau so funktioniert das System. Vereinfacht kann man sich das vorstellen wie ein Kind, das eine Cola-Dose nimmt, zwei Strohhalme reintut, in den einen reinbläst. Die Luft drückt die Cola aus dem zweiten Strohhalm heraus. Hier funktioniert das Ganze natürlich mit einer Turbine, kann man sich vorstellen wie umgedrehten Staubsauger. Die Turbine bläst Luft durch einen Schlauch vor zur Pistole in den Becher, verdrängt dort das Material, drückt es durch die Düse. Das Ganze passiert mit einer Menge Luft und mit einem geringen Druck, im Gegensatz zum Airless-Verfahren, wo eben mit einem deutlich höheren Druck gearbeitet wird. Aufgrund des geringen Drucks muss der Lack häufig optimal zum Spritzen im HVLP-Verfahren eingestellt werden. Das heißt, die Viskosität muss richtig sein, das Material muss verdünnt werden, sodass es spritzbar wird. Als Alternative dazu gibt es von vielen Herstellern bereits HVLP-fähige Lacke, die ab Werk optimal eingestellt sind. HVLP-Systeme eignen sich vor allem für kleinere Materialmengen. Man sieht es, hier ist ein Bechersystem von einem Liter dran. Das ist also nichts für 10.000 Quadratmeter Fläche, wenn man sonst ständig nachfüllen müsste und gar nicht hinterherkommt mit der Arbeit. Es sind sehr kurze Materialwege hier. Das heißt also auch, wenn man Farben schnell wechseln will, kann man schnell mal zwischenspülen und eine andere Farbe nehmen und damit weiterarbeiten. Das ist auch ein Argument für zum Beispiel 2K-Materialien. Das heißt, man kann zwischenspülen, reinigen und verhindert somit das Aushärten im System. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist eher gering damit, vor allem wenn man es mit dem Airless-System vergleicht, hat man eine relativ geringe Flächenleistung. Eine Geschichte ist ganz interessant, vor allem auch im Vergleich zum Airless-System. Man kann den Spritzstrahl hier hinten regulieren. Das heißt, man hat nicht nur einen Flächenstrahl, also einen Fächerstrahl, sondern man kann auch auf einen Punktstrahl umstellen. Das ist vor allem dann interessant, wenn man sehr filigrane Bauteile hat, kleine Bauteile. Wir hatten einen Kunden, der wollte einen schmiedeeisernen Zaun spritzen mit der sehr dünnen Streben. Und da kam eben vor allem das HVLP-System in Frage. Mit dem Airless-System wäre vielleicht viel zu viel an Material links und rechts daneben gegangen. Was ist Airless? Airless heißt übersetzt luftlos, also im Gegensatz zu den Luftverfahren wie HVLP. Wird beim Airless-Verfahren ohne Luft gearbeitet. Das heißt, das Material wird ohne Luftzufuhr durch ein Membran oder einen Kolben unter Druck gesetzt. Der Druckbereich hier ist deutlich höher. Ihr seht hier ein kleines Airless-Gerät. Dieses Gerät macht einen Druck von mehr als 200 Bar. Es gibt Industriegeräte, die gehen über 500 Bar. Der Einsatzbereich von Airless-Geräten ist sehr breit und reicht von niedrigviskosen Materialien wie Lacke oder Lasuren bis zu hochviskosen Materialien wie Brandschutz, Bitumen und Spachtelmasse. Airless-Geräte ermöglichen eine hohe Wirtschaftlichkeit, also eine hohe Flächenleistung und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Also man hat ein sehr, sehr breites Arbeitsspektrum mit dem Gerät. Zudem ist eine sehr feine Zerstäubung möglich und auch in einer hohen Qualität. Also auch im Lackauftrag, wenn es darum geht, Türen in Wohnungen oder auch Fenster zum Beispiel zu lackieren. Und es ist auch möglich, sehr wenig Farbnebel damit zu erzeugen. Bedingung ist natürlich, dass ihr wisst, wie die Geräte funktionieren. Dazu ein Hinweis, wir bieten Tagesschulungen an, in denen wir ausführlich zeigen, wie man Geräte optimal bedient, einstellt und dann eben auch Farbnebel sehr gut kontrollieren und regulieren kann. Kurz zusammengefasst nochmal die Vor- und Nachteile vom HVLP-System und auch vom Airless-System. Los geht's mit dem HVLP-Niederdrucksystem. Die Vorteile dort sind, dass man sehr gut Kleinmengen verarbeiten kann. Durch die kurzen Materialwege sind schnelle Materialwechsel möglich und eben auch 2K-Material lässt sich sehr gut verarbeiten. Man hat mehr Einstellungsmöglichkeiten an der Pistole und kann somit auch einen Punktstrahl machen. Diese Option hat man beim Airless-System nicht. Und es sind sehr schnelle Farbwechsel möglich, wenn ich eben von verschiedenen Farben hin und her wechseln will. Nachteil ist, ich habe schon gesagt, kleine Materialmengen können Vorteil sein, aber wenn ich große Flächen spritzen will, dann ist es auch ein Nachteil. Also vor allem eben für kleine Materialmengen und dann eben auch negativ in dem Zusammenhang. Nur für niedrigviskose Materialien geeignet, also für Lacke, Lasuren, für dickere Materialien dann eher nicht geeignet und dadurch ist es auch notwendig, das Material einzustellen und zu verdünnen.
Kurz zusammengefasst die Vor- und Nachteile vom Airless-System. Man kann mit Airless-Geräten sehr hohe Flächenleistungen erzielen. Also wenn es darum geht, mittlere und große Flächen zu spritzen, bietet das Airless-System wirtschaftlich gesehen deutliche Vorteile gegenüber dem HVLP-System. Ein weiterer Vorteil, den ich bei der Airless-Technik habe, dass wenn ich ein leistungsfähiges Gerät habe, ist es nicht notwendig, dass ich die Viskosität einstellen muss. Die meisten Materialien kann ich den Eimer öffnen, aufrühren und direkt verarbeiten. Und das geht hin von Lacken und Lasuren bis hin zu hochviskosen Materialien wie Spachtelmasse. Also ich habe ein sehr, sehr breites Spektrum. Ich kann Airless-Geräte auch sehr gut mit Lanzen einsetzen, kann also auch gut verwinkelte Bereiche spritzen. Nachteil vom Airless-System ist im Wesentlichen, dass ich weniger Einstellungsmöglichkeiten habe. Also das heißt, ich kann nur die Düse auswählen und darüber die Strahlbreite und die Materialmenge, die durchgeht. Und dann kann ich noch etwas über den Druck regulieren. Und aufgrund des etwas längeren Materialwegs habe ich etwas höheren Aufwand bei der Reinigung, wenn ich die beiden Systeme miteinander vergleiche. Fazit: HVLP oder Airless? Beide Systeme haben eine Berechtigung. Ich kann mir für beide Systeme vorstellen, sie für bestimmte Projekte einzusetzen. Gerade wenn ich an filigrane Projekte mit Lack denke, dann sehe ich HVLP-System stark vorne. Wenn ich mehr in die Fläche gehe, wenn ich größere Projekte habe, wenn ich Wandfarbe, Spachtelmasse habe, wenn ich Decken spritzen will, dann wird meine Wahl mit Sicherheit auf ein Airless-System fallen. Insofern haben beide Systeme eine Berechtigung am Markt und funktionieren in ihrem Segment sehr gut. Die HVLP-Systeme kriegen allerdings immer mehr Druck aus dem Airless-Bereich. Es gibt immer mehr kleine Handgeräte, auch akkubetrieben, die auch sehr kurze Materialwege haben, die da einige Vorteile bieten. Trotzdem bietet das HVLP-System immer noch den Vorteil, einen Punktstrahl einzusetzen. Das gibt es bei einem Airless-Gerät überhaupt nicht. Und insofern wird es auch in Zukunft für das HVLP-System Einsatzbereiche geben, auch wenn der Druck und der Wettbewerb aus der Airless-Richtung immer mehr zunimmt. Wenn ihr mehr Fragen zu Airless-Geräten oder auch zu HVLP-Systemen habt, schreibt uns eine Mail, hinterlasst uns eine Nachricht. Bis bald.